Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Wir müssen gerade schauen, dass wir das Geschlechterverhältnis hier verändern. Ich bin überlegen, welchen wir jetzt raushauen. Das ist der junge Einstern. Und wir zwei Erwachsene. Wir würden mit dich einmal freilassen. Jo. Und den Jungen hier auch. Dann müsste das Geschlechterverhältnis auch wieder passen. So. Wie viele Tiere sind denn hier? Gehege auswählen. So. 8 Bisons sind es hier mittlerweile drin. Vom Geschlechterverhältnis passt es. Gut, okay. Dann ist ja noch alles in Ordnung. Der Zoo ist relativ voll. Sie stehen gerne für ihre Getränke an. Und wir machen ordentlich an Gewinn. Wir haben in der letzten Folge unser steinigen Unterschlupf hier für die Tiere fertig gemacht, der hoffentlich hoch genug ist. Also er ist innen bestimmt hoch genug. Die Frage ist, ob der Eingang so passt. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt bei dem Shop hier. Und nehmen mal dich. Kann ich nicht auch mehr auswählen gleichzeitig? Ah, einen Zoo senden. Ungültiger Zielort? Warum ist das ein ungültiger Zielort? Das ist doch ein fertiges Zoogelände, oder? Hä? Mehrere Gehege ein. Das hat nur einen Gehegeeingang, Jungs. Tun wir das mal entfernen und hier anschließen. Ah, trotzdem Ende. Hä? Das verstehe ich jetzt absolut gerade nicht. Wieso gilt das nicht? Hat mehrere mehrere Gehegeeingänge? Hä? Das ist ja komplett unlogisch jetzt gerade. Moment mal, hä? Warum zählt das jetzt zum Beispiel nicht mehr zu dem Gehege dazu? Wir tun das mal hier entfernen. So. Zu was gehörst du jetzt? Ich tue dich auch mal weg, dich auch mal weg, dich auch mal weg. So. Wenn ich jetzt... Jetzt ist das nicht wieder ein Stück auf einmal. Beziehungsweise... Nee, jetzt gehört das hier schon auf. Sag ich mal, ich tue hier noch einen Zaun hinzufügen. Zack. Und verbinde das jetzt irgendwie mit da oben. Machen wir jetzt mal so. So. Dann gilt das wieder nicht als Gehege? Wieso gilt das jetzt nicht als ein Gehegestück? Ist es, weil das hier verbunden ist, oder was? Jetzt ist das ein... Hä? Jetzt hat er das als ein Gehege gesehen, okay. Komisches Teil, da müssen wir mal nachher schauen. Zum Zoo senden. Zum Zoo senden. Und zum Zoo senden. Dann tun wir hier gleich mal einen Techniker noch rufen. Gabelbock kämpft wegen inkorrekten Invest. Männchen. Wie viele Männchen haben wir denn in diesem Gehege? Verlegen. Nee, nicht verlegen. Abbrechen. So. Schauen wir nochmal den Tieren rein. Jetzt haben wir ein Männchen, ein Weibchen. Das Weibchen ist trächtig. Jetzt lass mich raten, jetzt passt denen aber nicht mehr das Verhältnis von Tieren, oder? Nee.
Also es überlebt sogar alleine, ohne dass es Probleme macht. So, da kommen die Tiere schon an. Jetzt können wir gleich mal schauen, wie das hier ausschaut mit dem... Das kann eine richtig große Truppe werden. Aha. Okay. Jetzt schauen wir mal wegen dem Wasser. Da kann ich jetzt sozusagen Wasser platzieren. Was ist, wenn wir hier oben sozusagen ein kleines... Nicht so hohe Stärke. So, und dann machen wir jetzt ein bisschen... Warte mal, hä? Warte mal, dann tun wir jetzt hier nochmal Gelände auf Glitten auf. Nee. Glitten wir das nochmal hier auf die Höhe. Müsste ich doch wassermäßig. Nee, kann ich auch nochmal. Glätten. Hä? So, Gelände. Meißel. Dafür muss, lass mich gerade am Anfang wieder das Wasser weg, damit ich jetzt das niedermeißeln kann. Gelände, niedermeißeln. Meine Maus wieder. So. Glätten jetzt noch alles. So. Nochmal glätten. Oder wir haben jetzt hier oben eine kleine Wasserstelle. Die wir nochmal anmachen. Wieder aus. Machen wir ganz easy auch noch hier eine hin. So. Oder ein riesiges Gelände jetzt für die Tiere. Schaut aber so aus, als ob die da durchkommen würden. So. Dann brauchen wir für die erstmal hier Gelände. Viel zu viel Gras lang. Bedeutet Gelände malen. Gras kurz. Riesengroße Größe. Und drüber malen. Wie irre. So. Das ganze Gras lang erstmal entfernen. So. Dann braucht es ein Erdegebiet. Fels wäre hier oben zum Beispiel ganz cool. Mal den Pinsel ganz klein. Und mal das hier zum Beispiel zu einem Stein. Das soll jetzt so eine, keine Ahnung, so eine kleine... Ein kleiner Felswassersprung sein.
vorne ganz viel Erde leicht noch so rum. So. Das ist das Gehege jetzt da oben. Warum? Da ist doch ein Rückzugsort, oder passt der doch nicht? Ich weiß nicht, ob... Ist das nicht stabil genug vielleicht? Ich kann rein theoretisch ja noch Gelände hier den Meißel nehmen, ne? Warum der das hier zum Beispiel nicht gerade macht. Aber jetzt können wir uns erst um die Einzugsorte, zum Beispiel Einrichtung hier. Gehege. Filtern nach Art afrikanischer Wildhund. So. Alles. Erstmal tun wir hier extra große Schlafpunkte zum Beispiel rein. Hinten einen großen. Dann machen wir jetzt hier noch ganz viele kleine mittlere rein. So. Die Beschäftigungspunkte tun wir jetzt aber übers Gelände verteilen. Zum Beispiel das die zwei Essenstabletts kommen hier übers Gelände verteilt, ein Luftbeutel, eine Geschenkebox, ein Eisball, Hundeball, einer von den Teilen. Pinata-Beschäftigung, die tun wir aber. Hier hin. Das ist vielleicht nicht hier so vor Ort direkt. So dahin. So. Jo. Dann müssen wir noch alles haben, was denen taugt, oder? Ah, genau. Was könnte man denn noch als Pflanzen bei euch reinhauen? Afrika, Graslandschaft. Dann tun wir jetzt hier Kontinent Afrika. Biom, Graslandschaft. Alles. Dann tun wir jetzt hier nicht so ein paar Bäume verteilen. Der verschiedensten Arten. So, ein bisschen größer. Die größeren wieder. Paar Gräser noch zwischendurch rein, ne? Ich tue das jetzt hier mehr so random machen, weil wenn ich zu viel drüber nachdenke, schaut es wahrscheinlich zu gekünstelt aus. Und deswegen tue ich jetzt eher so frei nach Schnauze gerade zeichnen. Und nicht wirklich viel drüber nachdenken, weil je mehr ich gleich drüber nachdenke, desto schlimmer schaut es am Ende aus. Gern irgendwann mal so einen großen Mammutbaum haben. Der passt dann nicht so wirklich hin. So. Oh toll, die haben jetzt. Schwebenden Bäume sollten vielleicht nicht schweben. So. Don't flow away here. So. Wenn wir jetzt mal von unten reinschauen. Ja, schaut doch ganz nett aus, oder? Dann lassen wir mal die Zeit laufen.
Haben die jetzt einen Rückzugsort passenden? Stabiler Rückzugsort. Es gibt zu wenig Rückzugsorte. Das ist ein riesiger Rückzugsort hier. Was hast du denn? Oder gilt der nicht als stabil? Okay. Das mit dem stabilen Rückzugsort will ich jetzt aber noch lösen, indem ich mal hier schon auf der Gehege gehe. Und eventuell einen Unterstand baue. Einfach nur so temporär, dass wir den hier so hinstellen. So. Pass auf, das wird jetzt wahrscheinlich anerkannt, oder? Ja, das wird als stabiler Rückzugsort lustigerweise anerkannt. Also darf ich zum Beispiel keine Steingebäude als stabilen Rückzugsort planen. Schade. Ich finde sowas geil. Ja, wahrscheinlich muss ich das dann mit Beton nochmal verstärken. Schau mal, vielleicht bastel ich da etwas draus. Das werde ich ja dann offline machen, dass ich das hier vielleicht als stabilen Rückzugsort einplanen kann. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.